Und hier läuft das in die Dampfproduktion hauptsächlich rein. Deswegen wäre es vielleicht echt nicht schlecht, wenn ich mir ein bisschen was davon abzwacke. Wir haben hier noch einen Wasseranschluss, den wir benutzen können. Hör auf, das ständig mit allem möglichen Scheiß verbinden zu wollen. Ich wollte doch nur einfach, dass du den Scheiß hinten dran klemmst und fertig. Schluss aus Ende. Tote Maus. Jetzt sollte er in der Lage sein, das Wasser auch abzutransportieren, selbst wenn die anderen Anlagen stillstehen, weil sie aus irgendeinem Grund nichts mehr machen können. So wie im Augenblick mein Schweröl. Wofür wollte ich mein Schweröl benutzen? Fürs Sch Feuern, ne? Ne, Moment, damit benutze ich. Dafür brauche ich ein Leichtdestillat. Und leicht. Hä? Jetzt stehe ich gerade wirklich auf dem Schlauch. Was mache ich mit dem Schweröl? Schweröl habe ich doch irgendwo eingesetzt, deswegen ist es ausgeschaltet. Ich pumpe das in meinen Cracker rein, damit ich Rohbenzin kriege und Sch Wasser nee, mit Wasserstoff. Das Problem ist, dass das Brenngas kann ich nicht loswerden. Ich muss das Brenngas irgendwo verwenden. Was mache ich am sinnvollsten mit Brenngas? Meistens ein Nebenprodukt von irgendwas. Ich kann damit Dampf erzeugen, das ist klar. Aber ich meine, ich könnte es auch in Diesel umwandeln. Ja, okay, einen Wasserstoffreformer kann ich daraus Wasserstoff fertigen. Aber dazu muss ich den Wasserstoffreformer haben. Der Wasserstoffreformer ist. Oh, der ist erforscht. Oh, das ist dann natürlich eine sehr sinnvolle Sache. Da muss ich natürlich überlegen, jetzt, wie ich das am sinnvollsten umwandle. Also, brauche ich das denn überhaupt? Das ist hier die Frage. Das hier wäre eine Möglichkeit, die Verbrennungsanlage zu benutzen, um Dampf zu erzeugen. Ich meine, gepresster Abfall zu kriegen ist eigentlich kein Problem. Das sollte meine Dingens hier mittlerweile richtig gut produzieren, ne? Oh ja, oh, die laufen sogar schon voll. Okay, streamline mal die Scheiße. Recycling. Ich baue so einfach zwei Pressen hier hin. Weil ich kann den ganzen Dreck, den ich dann anschließend produziere, auch noch mit dem Abgaswäscher dann waschen. Und kriege sogar noch Schwefel dadurch. Und Energie im Prinzip. Ich muss nur einen guten Bauplatz finden, wo ich das umsetzen kann. Ich denke, hier oben drauf sollte doch eigentlich kein Problem sein. Ich meine, was wollte ich alles abgraben? Ah, okay, das ist ein bisschen viel. Na gut, dass ich hier viel Fläche frei gemacht habe. Wisst ihr was, Jungs? Ihr könnt wieder hier weitermachen. Obwohl, hier habe ich auch mittlerweile richtig was gekriegt. Und die hier sind, glaube ich, im Augenblick nicht beschäftigt, oder? Ja, nicht wirklich. Okay, wo lagere ich gepressten Müll? Okay, bevor die ganzen Schweinchen da drin absacken, ich meine, die Einigkeit geht gerade tierisch runter, sorgen wir dafür, dass die Schrottpressen
pressen. Und den ganzen Mist dann in einen der großen Lagercontainer schmeißen. Das sollte so kein Problem sein, glaube ich, oder? Machen wir das so. Ich brauche eine Brücke. Nice, hat sogar funktioniert. Presse Müll zu gepressten Abfall. Auf die Weise reduziert man meine Umweltverschmutzung gleichzeitig. Ist das nicht schön? Ich habe das stumpfe Gefühl, dass das ein bisschen viel sein könnte. Oh ja, oh fuck. Okay, machen wir das mal eben kurz anders. Ich brauche das große Lager. Einfach mal erstmal hinstellen und dann gepressten Anfall anfordern. So, auf die Weise läuft das Ding zumindest nicht voll. Ich entferne das Ding mal eben. Und dann bauen wir mal eben Abfallsammlung. Ich brauche ein großes Schüttgutlager. Zwei Pressen. Alter, Vater, ging ja schnell. Wow. Okay, das nimmt langsam ein bisschen krasse Form an mit dem Müll. Okay, das müssen wir anders bauen. Ich muss mehr Pressen haben. Das sind zu wenig Pressen. Obwohl, ne Moment, das Ding ist leer gelaufen. Vielleicht hat das gereicht. Das ist auch leer gelaufen. Okay, dann kriegen die das schon ordentlich auf die Kette. Das ist gut. Das ist gut. Dafür ist mein Schrottlager hier hinten gerade ziemlich am Vollwerden. Aber da das alles gepresst ist, ist das richtig viel Müll, der da gelandet ist. Okay, ich brauche eine
keine Abfallentsorgung, eine Verbrennungsanlage. So, gepresster Abfall 16 mit 2 Brenngas und plus Wasser. Ergibt 24 Dreck plus 6 Steam. Okay, damit können wir leben. Abgaswäscher braucht Wasser. Und kriege dafür weiteres Schwefel, Kohlendioxid und Dampfniederdruck, mit dem ich wieder ein kleines Kraftwerk bedienen kann. Das heißt, ich kann den Abgaswäscher... Moment. Ja, einen davon kann ich bedienen, okay. So, ich muss nur gucken, dass die Verbrennungsanlage... Ich meine, die verbraucht 16 von diesen Dingern, ne? Kann ich einfach so davor bauen, das sollte kein Problem sein. Wo wir schon dabei sind, können wir mal in das Schiff losschicken. Okay, Leitung. Das Wasser an, weil ich habe jetzt keinen Bock dafür, extra eine Pumpe wieder hinzuschmeißen. Und du holst dir das Brenngas. Damit wir dich auch ordentlich entsorgen können hier. So. Ich kriege Dampfhochdruck. Sechs Einheiten. Dreckige Luft, Abgase. Ich brauche 4 Wasser, kriege 4 Dings dafür. Das heißt, der Dampfhochdruck macht effektiv nichts. Aus dem Dampfhochdruck kann ich theoretisch auch Wasser gewinnen wieder. Aber irgendwie ist das nicht so wirklich der Sinn der Sache. Was ich brauche ist... Wo ist es denn? Ja, ist dieses blöde Gerät nochmal? Warum pausiere ich eigentlich? Genau, Gasinjektorpumpe. Die nimmt Kohlendioxid und Dingens und verwertet das. Kann das Schweröl nicht loswerden. Ich führe keinen Weg dran vorbei. Ich muss das einfach mal eben entsorgen. Sonst habe ich gar keinen Sprit mehr. Oder irgendwas anderes nicht.
fürchte, ich werde doch noch mal einen weiteren Muscher bauen müssen, um das meine Landwirtschaft zu versorgen. Ich meine, der Tank hier ist leer. Ich habe dadurch einen sehr hohen Schwefelverbrauch. Das sollte man sich nicht täuschen. Ich brauche noch mal eben ein kleines Lager. Schwefel. Ich glaube, ich weiß, wo ich das anschließe. Da. Macht das am meisten Sinn. Damit teilt er das da und das da auf. So, zurück zu den eigentlichen Problemen des Lebens. Ich kann den Dampfhochdruck nicht loswerden. Dampfhochdruck kann ich 4 Einheiten in Dampfdruckturbine geben. Was kann ich sonst noch mit dem Druck machen? Hochdruck. Ich meine, ich kann theoretisch ein Kraftwerk und ein Dings damit versorgen. Ich könnte Meerwasser damit entsalzen. Frage ist, ob sich das lohnt, eine zweite Verbrennungsanlage zu bauen. Ich kann Leichtdestillat in Rohbenzin umwandeln. Ich kann Verbrennungsgas mit saurem Wasser machen. Und ich konnte das mit Wasserstoff. Ich könnte zwei von den Dingern versorgen, mit Brenngas zusammen, Wasserstoff herstellen, Kohlendioxid. Und den Rest in ein Kraftwerk pumpen. Ja, Hochdruckturbinen brauchen 8 wiederum. Das ist alles irgendwie suboptimal.
Was mich gerade ein bisschen daran stört, ist. Ich mache erstmal. Wo ist der Abgaswäscher? Ne, Moment, nicht der Abgaswäscher. Gasinjektionspumpe 4. Meerwasser brauche ich dafür. Nee, ich muss es näher haben. Irgendwo, wo die LKWs hinkommen, aber wo ich immer noch mein Zeug loswerde. Das wird hier eigentlich kein Problem sein. Mehr Wasserpumpe. Wo bist du? Nee, Moment, Wasser. Ich meine, die braucht weniger Personal, weniger Energie und weniger Wartung als die große Wasserpumpe. Ah, ich sehe gerade, wo das Unterschied ist. Die eine höhere Leistung kann das von tiefer gelegenen Schichten holen. Das heißt, die da hinten sind völlig unnötig. Das kann eine normale Pumpe erledigen. Interessant. Ah, das funktioniert. Okay, in dem Fall habe ich es so eng gebaut für die. Ah, die kann ich ersetzen. Gut, gut. Aber wenigstens weiß ich jetzt Bescheid mit dem Unterschied. Ich hätte genauer nachlesen sollen, wenn das mal so. Okay, ich überlege gerade, ob ich das hier benutze. Erstmal einen normalen Hochdrucktermin. Von den produziert, das heißt, ich kann zwei von den Kleinkraftwerken hinsetzen, mit dem großen und dem Dings hier kombinieren. Für mich sieht das Ding immer noch wie eine verdammte Chronosphäre aus. Halt, falsch rum. Nein. So, jetzt.
Ich vergesse häufig, wie gewaltig einige Teile gegenüber anderen Teilen sind, die eine ähnliche Funktion haben. Ja, der Platz sollte reichen. Man garantiert, dass den Abstand hier korrekt. So. So, ich produziere damit 4 davon und die verwerten 4 Niederdruck, um wieder Wasser zu gewinnen. Die Weise versorge ich mich auch selber wieder mit Wasser. Moment, ich baue dafür noch mal irgendwo einen Wasserspeicher. Gib den einen Durchlauf. So, das sollte funktionieren. Jetzt muss ich nur das verkapfte CO2 loswerden. So, die meckern rum, weil sie kein Dings mehr kriegen. Das kann ich aber verstehen, zumindest bei dem einen, weil der das CO2 gar nicht los wird. Das CO2 muss ich... ich mach mal einen Puffer dazwischen. Es gibt mir auch ein bisschen Gelegenheit zu bauen, wenn die da fertigen. Ich will das Spiel nicht jedes Mal pausieren dafür. Injektionsgedönse, wo bist du? Du warst bei Wasser, oder? Nein, warte, bei Recycling. Injektionspumpe, Gas. Wieso kann ich die Schweinestall-Ding nicht bauen? Interessant. Ich muss das auf eine Lagerstätte von Kalkstein basteln. Das finde ich ein sehr interessantes Phänomen. Das kann ich aber eventuell ein bisschen manipulieren. Gehören. Ich